Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, spezial am zweiten Tag des Trainingslagers mit dem VfL Osnabrück. Bei uns ist Torwarttrainer Marcel Hötteke. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Meine Kollegin Susanne Vetter ist auch da. Susanne, lass uns ein bisschen über den heutigen Tag zu Beginn sprechen. Wir haben zwei Trainingseinheiten besucht, haben mit Sportdirektor Amir Schapozade gesprochen, haben viel Zeit in der Hotellobby verbracht. War wieder ein voller Tag wie gestern. Ja, war ein voller Tag und war ein spannender Tag. Und unter anderem heute halt eben auch ja das erste richtige Training, kann man sagen. Am Sonntag war ja eher so ein Aufgalopp, so ein bisschen Aufwärme, Muskeln ausschütteln. Dann ist es gleich mit dem Testspiel gestartet. Und danach ja heute eben zwei Einheiten, die Jungs, glaube ich, kräftig gefordert haben. Und Malte, du warst bei der zweiten dann vor Ort. Da kannst du gleich nachher noch mal ein bisschen was dazu erzählen, zu dem kleinen Wettkampf, den es heute gab. Und ja, wir können jetzt mit Marcel Hötteke vielleicht mal drüber sprechen am Anfang. Heute Morgen in der ersten Trainingseinheit, da war er mit den Torhütern ein bisschen ja abseits der anderen Gruppe. Das ist ja manchmal so, dass die Torhütergruppe für sich auch trainiert. Oder meistens so. Und da hast du die Jungs ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ich glaube, die Pippo Kühn und Lennart Grill zum Schluss unter anderem, die sind bei der letzten Übung dann umgefallen und waren erstmal 2 Minuten da gelegen. Ja, moin erstmal zusammen. Danke auch erstmal für die Einladung. Ich sag den Jungs auch immer lieben gerne, wir arbeiten heute regenerativ für mich, intensiv für euch. Und so sollte es dann auch heute früh der Fall gewesen sein, was ihr dann nicht mitbekommen habt, dass die Jungs auch im Vorfeld schon eine Dreiviertelstunde mit unserer Athletikabteilung, im Kraftraum schon gewesen sind, dort Beinkraft gemacht haben und dass wir das dann direkt auf dem Platz dann auch umgesetzt haben. Wir waren, glaube ich, dann auch knapp eine Stunde unterwegs im Torwarttraining, wo wir dann viel in die Abdrücke gegangen sind, in komplexen Formen gearbeitet haben und sie den einen oder anderen Ball klasse aus dem Winkel gefischt haben. War auch ein klein wenig fies manchmal dabei. Also als du dann so nochmal so einen Hüpf Zirkel aufgebaut hast sozusagen, also auf einem Bein erst, glaube ich, 3 oder 4 Mal über eine Hürde und dann nochmal über Gummibänder und dann hast du gemeint, ihr könnt sie auch gerne noch höher ziehen, wenn ihr sie wollt. Da hat dann, glaube ich, Adamczyk dann gesagt, ja, machen wir und wir laufen unten drunter, aber das hast du nicht gelten lassen. Ne? Das ist immer so das kleine Spiel zwischen Torwarttrainer und Torhüter dann, sie vielleicht dann so ein bisschen zu kitzeln dann auch nochmal, gerade in der Ermüdung, vielleicht kam dann die Hoffnung dann bei Daniel dann doch nochmal rein, okay, die Hürdenhöhe können wir verstellen, vielleicht dann auch ein bisschen nach unten, aber ja. Die Höhe, die ich eingestellt habe, das war natürlich die Höhe, die nicht nach unten verstellbar sein sollte, sondern eher nach oben halt, ja, und da wollen wir halt hin halt, also bis an die Grenzen halt und noch drüber hinaus. Für maximale Paraden und für maximale Punkte dann auch an den Wochenenden immer. Mhm. Man merkt auf jeden Fall, oder man hat auf jeden Fall heute Morgen gemerkt und merkt es eigentlich dauerhaft, dass in dieser Torwartgruppe ihr auch so eine kleine Einheit seid. Also ihr trainiert viel dann eben mit den 4 Torhütern und du als Gruppe in der Gruppe sozusagen. Ist schon noch irgendwo dann eine spezielle Atmosphäre, oder? Wenn man so ein bisschen... Ja, also natürlich Teil der Mannschaft ist, aber innerhalb dieser Gruppe nochmal für sich. Ja, also ich glaube, die Jungs haben sich sehr schnell, sehr gut gefunden. Der Daniel, der kam ja letzten Sommer mit dazu, dann Lennart kam diesen Sommer mit dazu. Luca auch letztes Jahr neu mit dazu, auch wenn er vielleicht davor auch ein paar Mal mit dabei gewesen ist. Da war ja der Fall so, dass er jetzt raus aus der Schule ist, er dann dementsprechend letztes Jahr komplett oben mit eingebunden werden konnte, die Spielpraxis in U19 bekommen hat und jetzt quasi halt das erste Jahr komplett oben mit dabei ist, ohne halt diesen Spielrhythmus in der U19 zu haben. Und die Jungs haben sich super gefunden, gerade weil 3 Jungs sich schon kannten, haben sie auch Lennart super mit offenen Armen begrüßt und sie verstehen sich untereinander trotz Konkurrenzkampf. Sie pushen sich bis ans Limit. Ja, und so wächst halt die Gruppe auch noch enger zusammen und man sieht es dann auch in der Leistungsentwicklung. Da sind wir halt als Verein sehr zufrieden. Eine besondere Situation, weil von 4 dieser Torhüter waren jetzt 3 schon mal auch Stammtorhüter des VfL, also die Nummer 1 quasi zwischen den Pfosten. Das weckt ja auch gewisse Erwartungen und Hoffnungen immer. Ist es, wie schafft man das dann trotzdem, diese Harmonie da so reinzukriegen, trotz dieses Konkurrenzkampfes? Ich glaube, es ist halt viel in den Gesprächen halt miteinander, ja, um sie auch abzuholen. So,
die Jungs wussten auch im Vorfeld der Saison Bescheid, dass der Verein dort nochmal aktiv werden wird auf der Torhüter-Position. Mir ist es da halt immer lieb, halt mit offenen Karten zu spielen, als wenn sie es da irgendwo halt über andere Quellen erfahren. Und ich glaube, das zeichnet dann auch diese positive Stimmung trotz Konkurrenzkampf in der Torhüter-Gruppe halt aus, dass man dort mit offenen Karten an die Sache immer herangegangen ist. Wie ist dieser Konkurrenzkampf jetzt im Winter? Denn es gab ja einen Torhüterwechsel vor der Winterpause, vor den letzten beiden Spielen. Philipp Kühn ist wieder ins Tor gerückt, in die Startelf. Ist das jetzt ja fest oder wie habt ihr nochmal einen neuen Kampf ausgerufen? Oder ist das sowieso ein stetiger Kampf? Ich denke, ein stetiger Kampf sollte es immer sein. Der Verein weiß, dass wir jetzt auch in der Saison gesehen haben, dass wir dort gute Torhüter haben. Lennart, der die Spiele gemacht hat, der konstant eine gute Hinrunde gespielt hat. Dann jetzt Pipo, der gegen Pauli reingekommen ist, gegen Hertha reingekommen ist, der auch einen Anteil daran hatte, auch die beiden Punkte irgendwo mit festzuhalten. Von daher können wir dort beruhigt in die Winterpause gehen. Dort natürlich halt den Zweikampf weiter pushen, ja, dass die beiden sich auch gegenseitig halt weiter pushen, auf höchstem Niveau halt trainieren, das dann auch in die Spiele übertragen. Das hat man, denke ich, auch mal gegen jetzt im Testspiel gesehen, gegen Twente. Da hatten beide gute Szenen. Und von daher gehen wir halt rein in die Vorbereitung, beobachten, ja, lassen die Eindrücke auf uns wirken. Jetzt haben wir Freitag nochmal ein sehr interessantes Testspiel gegen St. Pauli und dann bewerten wir halt im Trainerteam die Situation. Dieser Torwartwechsel dann jetzt hin wieder zu Pipo Kühn kam ja durchaus überraschend, genauso wie die Entscheidung im letzten Jahr für Daniel Adamczyk, als Kühn dann ja weichen musste für die 6 Spiele. Also in deiner Zeit, du bist jetzt seit Sommer 22 da, gab es zwei Torhüterwechsel sozusagen. Inwiefern bist du in diese Entscheidung eingebunden? Und wie entwickelt sich sowas innerhalb des Trainerteams? Weil die letzte Entscheidung trifft wahrscheinlich ja dann doch immer noch der Cheftrainer. Genau, also man spricht halt im Vorfeld drüber. So war es in der letzten Saison, in dieser Saison. Jetzt auch mit zwei verschiedenen Trainern dann. Und letztendlich versuchen wir dort halt im Trainerteam alles abzuwägen für den gemeinsamen Erfolg. Ja, und um dort halt die passende Elf dann halt für das Spiel auf die Beine zu stellen, wo wir halt das Gefühl haben, die 3 Punkte bei uns behalten zu können. Ja, und das war dann vor dem St. Pauli-Spiel der Fall, dass da die Überlegung da war, dort halt die Veränderungen vorzunehmen, um dort halt einfach nochmal diesen nötigen Reiz halt irgendwo halt zu setzen auf der Position. Wir haben viel drüber gesprochen. Ja, wir haben auch mit den Torhütern drüber gesprochen, gerade dann auch speziell mit Lennart, ja, um ihn dort halt auch abzuholen in der Situation. Und von daher wurde es sauber kommuniziert. Und man sieht es, denke ich, jetzt auch in der täglichen Arbeit, dass trotz des Wechsels dort auch trotz Konkurrenzkampf ein gutes Miteinander dort irgendwo halt ist. Mhm. Ja, auch zwischen Pipo und Lennart. Mhm. Das konnte man heute unter anderem im Training beobachten. Ihr habt ja immer so eine gewisse Rotation dann und dann sind 2 Torhüter auch mal bei der größeren Gruppe. 2 Torhüter bilden dann eher, ja, die nochmal intensiv mit dir irgendwelche Übungen machen und dann gibt es da immer so einen Wechsel. Da waren die beiden heute quasi in einem Team sozusagen zusammen. Du meinst jetzt, als sie bei der Mannschaft dann kurz waren? Ja, genau. Also versuchen das halt dann auch immer zu steuern, dass wenn die Mannschaft dann irgendwo eine Übung hat, wo sie natürlich auch irgendwann Torhüter benötigen, dass wir die Torhüter da auch durchtauschen. Gerade halt für Daniel und für Luca ist das halt mega wichtig, dort dann irgendwo halt diese Spielform auch mit der Mannschaft, dem Mannschaftsverbund dann irgendwo angehen zu können. Weil nur das reine Torwarttraining bringt dich dann als Torhüter dann auch nicht weiter. Du brauchst halt diese Drucksituation auch bei der Mannschaft. Ja, und deshalb dann auch diese Wechsel. Das hat sich heute dann gut angeboten. Als 2 Torhüter dann rübergegangen sind, waren im Aufbauspiel mit dabei. Und so konnten wir nach der Hälfte der Zeit dann ungefähr dann auch den Wechsel machen. Sprecht ihr sowas dann im Trainerteam am Abend vorher ab? Ihr wart jetzt zum Beispiel drüben nach dem Essen noch gesessen, länger in dem Raum und habt dann miteinander geredet. Ist es dann so, dass man da schon spricht und sagt, du pass mal auf, morgen werden wir dann die und die Spielform machen und da müsstest du dann dir Übungen überlegen, wo du dann jeweils 2 Torhüter mal reinbringen kannst? Oder wie läuft sowas?
Genau, ja, so sieht's aus. Also wir saßen gerade zusammen, haben über den morgigen Tag ein bisschen gesprochen, wie wir den gestalten wollen, wie viel Zeit ich quasi als Torwarttrainer dann auch zur Verfügung habe, wann dann, zu welchem Zeitfenster dann die ersten Torhüter dann rüber müssen zur Mannschaft. Und daran richtet sich dann auch das morgige Training. Ich als Torwarttrainer habe dann auch meinen Plan, meine Idee dann irgendwo im Kopf, was ich mit den Torhütern mache. Wir sind jetzt heute früh in die Abdrücke reingegangen, im Vorfeld dann natürlich im Kraftraum die Abläufe. Im Nachmittagsbereich, wo wir dann ja auch viel in der Turnierform unterwegs gewesen sind, haben wir dann eher körpernahe Schüsse gehabt, 1-gegen-1 Situation. Und so ist es dann morgen auch, dass wir halt da in Sachen Spielaufbau reingehen, Flankensituationen, dass sie dort auch das Gefühl haben, ja, einfach für ihren Raum, um dort auch eine mutige Positionierung zu haben, um dort auch ja, einfach die Abläufe dann so früh wie möglich auch drin zu haben. Die Torwartgruppe ist ja eine Gruppe mit 4 unterschiedlichen Typen, das muss man ja sagen. Also du hast im Grunde, also du hast 2 Talente, du hast einen, der im besten Fußballeralter ist, wenn man so sagen will, mit Lennart Grill und Pippo Kühn als etwas erfahreneren Spieler. Dazu sind die von der Statur unterschiedlich, sind vom Charakter her unterschiedlich, der bei Torhütern ja auch viel ausmacht. Das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und das ganzheitliche Torwartspiel sozusagen dann noch zu trainieren, das stelle ich mir nicht ganz so leicht vor, weil überall ja so ein bisschen andere Schwerpunkte eigentlich liegen, wo sich die Spieler dann verbessern können. Ja, ich glaube, du musst halt viel dann auch, gerade in einer ruhigen Minute, wenn irgendwo mal halt eine Pause ist, gerade bei der Mannschaft, dir dann auch die Zeit nehmen, dich kurz mit den Torhütern auszutauschen, Bewegungsabläufe, die dir aufgefallen sind, kurz mit ihm durchsprechen. Mhm. Und dann die Übungen halt im Torwarttraining sind dann eh komplex aufgebaut mit einer Doppelaktion. Wir versuchen schon viel Stress zu erzeugen, weil wenn du halt Stress im Training hast, hast du eher diesen Spaß im Wettkampf im Vordergrund. So fällt dir dann halt auch gewisse Abläufe dann am Spieltag leichter, weil da kommt nochmal der Druck, der Leistungsdruck nochmal ein ganz anderer dazu, weil das einfach Meisterschaftsspiele sind. Du hast den Zuschauerdruck und deshalb, wenn du halt in der Trainingswoche zu locker trainierst, gerade im Torwarttraining, dann fällt dir das am Wochenende auf die Füße. Und deshalb versuchen wir dort unter der Woche halt maximalen Stress den Torhütern zu ermöglichen, in Doppelaktionen zu arbeiten. Und so kommt dann auch ja, die individuellen Stärken oder Schwächen dann auch gut zum Vorschein, wo du halt nochmal halt gezielt drauf eingehen kannst. Es gibt ja unterschiedliche Philosophien, auch was das Torwarttraining angeht natürlich. Also eine Figur, die man immer nennen kann, ist natürlich Gary Ehrmann aus Kaiserslautern, der so das klassische Torwartspiel, sage ich mal, irgendwo verkörpert und wo man immer sagt, das ist eine absolut harte Schule. Wo stehst du da in dieser Range, sage ich mal, von Torwarttrainer oder von Philosophien? Ich glaube, in meiner eigenen Range, also du musst halt deine Philosophie selber für dich finden. In der Zeit, als ich aufgehört habe, habe ich viele Möglichkeiten gehabt, bei Vereinen einfach mal reinzuschauen, meine Handschrift dort selber zu finden. Und ich glaube halt, dass das Gesamtpaket am Ende des Tages einfach stimmen muss. Und du musst es dann halt in der Trainingswoche trainieren, weil wenn du am Wochenende von deinem Torhüter irgendwo was halt verlangst oder forderst, was du vielleicht aber nicht trainiert hast in der Woche oder allgemein nicht in deinem Wochenrhythmus vorgesehen ist, dann förderst du auch den Torhüter nicht. Ja, und so haben wir eine ganz klare Wochenstruktur, wie unsere Woche aussieht, an denen orientieren wir uns und ja, das ist meine Philosophie, ja, das Gesamtpaket eher im Vordergrund zu sehen. Malte, an dich vielleicht erstmal die Frage, du warst heute dann bei der zweiten Einheit, in der Zeit habe ich nämlich einen Text verfasst. Mhm. Wir haben uns heute Nachmittag mit Amir Chapuzadeh getroffen und mit ihm ein bisschen gesprochen über ja, die beiden Neuzugänge, aber auch über ein paar Gespräche, die jetzt in der Winterpause geführt worden sind. Und als ich geschrieben habe, da hast du dann das zweite Training verfolgt und da gab es ein total interessantes Spielchen. Du hast gesagt, es ist viel zu kompliziert, das zu erklären. Kannst du es trotzdem mal versuchen? Und vor allem, wir wollen natürlich jetzt wissen, wer hat da gewonnen, sowohl bei den Feldspielern, aber auch natürlich beim Torwart. Genau, also jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um uns zu erklären. Also es wurden ein paar Karten gezogen. So, ich weiß nicht, wie viele Kartendecks das im Endeffekt waren. Jedenfalls wurden dann
Bube, Dame, König, Ass und so weiter verteilt. Und die Spieler haben dann pro Runde sozusagen in diesem Kleinfeldturnier eine Karte gezogen und wurden dadurch halt in jedem Durchgang wieder neu gemischt. Heißt, sie haben immer wieder neue Mannschaften gehabt und immer wieder neue Torhüter dementsprechend auch. Und dann wurden halt Tore gezählt, beziehungsweise Spielpunkte sozusagen, die der einzelne Spieler dann mit seinen Mannschaften geholt hat. Sieger bei den Feldspielern ist Robert Tesche geworden. Oh. Vor, ich glaube, Maximilian Thalhammer, und Platz 3 war geteilt. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Jannis Wolf war auf jeden Fall noch mit auf Platz 3. Weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Ja, Jannis war, glaube ich, mit dabei. Den zweiten Namen, da möchte ich jetzt... Weiß ich auch nicht. Bei den Torhütern jedenfalls, da habe ich mir den Sieger auf jeden Fall gemerkt. Das war Daniel Adamczyk, der auf diesem Kleinfeldturnier ganz offensichtlich die beste Figur gemacht hat und die Null gehalten hat. Wir liefern den Drittplatzierten übrigens nach, denn du hast es mir geschrieben, genau. Und ich habe es natürlich nicht gelöscht. Başkı Maldini. Ja, siehst du. Genau, also diese drei bzw. vier Spieler, Feldspieler waren gut dabei und Daniel Adamczyk halt eben im Tor. Pipo Kühn als Nummer 1 muss ich also hinten anstellen. Aber die Regeln, die hast du schon super erkannt. Also wir wollten da auch ein bisschen trotz Intensivität den Spaß auch so ein bisschen reinbringen. Und dann ist ja auch immer die Frage halt, wie du halt deine Mannschaften zusammenstellst. Und da kam das Trainerteam, ich weiß gar nicht mehr, wer genau aus dem Trainerteam auf die Idee kam, mit dem Kartenspiel. So wurden dann halt Karten gezogen. So haben sich dann halt die Mannschaften gefunden. Und dann auch da bei der Mannschaft dann natürlich sehr viel Stress mit dabei, positiver Stress. Es ging dann halt nach Spielzeit, ich glaube 5 Minuten wurde gespielt auf 2 Feldern, eine Turnierform. Wenn irgendwo ein Tor erzielt wurde, musste die Mannschaft, die das Gegentor bekommen hat, dann raus. Die fünfte Mannschaft, die draußen stand, musste dann rein. So mussten halt beide Spielfelder immer im Blick behalten werden, weil du musst dann ja auch schnell in deine Position reinkommen, weil der Torhüter hinten kann das Spiel wieder mit der Mannschaft eröffnen, die auf dem Feld geblieben ist. Und genau, nach jedem Durchgang wurde dann halt das Kartenspiel wieder ausgepackt. Es wurden halt neue Teams zusammengestellt und ein Punktesystem entstand dadurch. Und so hat Tesche dann halt bei den Spielern gewonnen und Adamczyk dann halt die wenigsten Gegentore bekommen und hat bei den Torhütern dann gewonnen. Hm. Ist es eigentlich so, dass du auch ja sozusagen mitsprichst, wenn's halt um das Training und auch die spieltaktischen Sachen vielleicht sogar bei den Feldspielern geht? Ist es, also du wirst bei den Trainersitzungen dabei sein, aber wie bringst du dich da ein? Jetzt ist jetzt ein harter Cut, aber... Ja, nee, also wir sitzen zusammen. Und da brauchen wir, glaube ich, auch kein Geheimnis rausmachen, dass wir jetzt auch gestern Abend zusammengesessen haben das Spiel gegen Twente uns nochmal angeschaut, haben dann auch im Aufbaubereich ein paar Szenen besprochen, wie wir das vielleicht dann auch lösen können. Da ist natürlich auch der Torhüter dann immer mit drin. Genau, und so ist es halt ein Austausch, um dort dann halt auch eine Idee dann irgendwo halt zu finden. Mhm. Ja. Und du hast gesagt, wir sitzen da zusammen. Vorhin war das mit dem Kartenspielen. Ist das vielleicht auch entstanden, weil ihr mal zusammensitzt und auch mal ein bisschen Kartenspiel oder irgendwas? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann abends im Trainingslager ist? Seid ihr die ganze Zeit nur beschäftigt, abends mit Analyse und Vorbereitung? Bleibt auch mal ein bisschen Zeit, mal durchzuschnaufen? Oder auch für euch vielleicht, die Jungs sind jetzt gerade in der Sauna und machen Regeneration. Ist für sowas auch für die Trainer mal Zeit? Ja, also man muss sich da halt irgendwo, glaube ich, sein Fenster dann selber finden. Im Tagesablauf gestern mit dem späten Testspiel oder mit dem Testspiel, dann, dass wir abends noch zusammengesessen haben. Jetzt, heute Abend ist es, glaube ich, ein bisschen ruhiger, obwohl, wenn wir, glaube ich, jetzt schon auf die Uhr gucken, geht es, glaube ich, auch schon auf die 21 Uhr zu. Ja. Von daher passt das. Also dafür ist man da im Trainingslager, um zu arbeiten. Wir haben was Großes vor in der Rückrunde und deshalb müssen wir halt sämtliche Körner halt investieren, dass wir halt im Mai unsere Ziele erreichen. Der Klassenerhalt. Definitiv. Sag doch noch zum Abschluss ganz kurz erstmal, wie schaffst du dir diese Zeitfenster? Also, warst du so ein Ritual irgendwie, dass du sagst, du ich gehe jeden Morgen irgendwie was weiß ich was joggen oder mittags mache ich mal ein kurzes Päuschen oder irgendetwas Spezielles? Ja, da bietet sich natürlich hier der Blick auf den Strand natürlich an. Also, das ist ja optimal. Ich glaube, wir haben echt gute Woche erwischt, wenn wir jetzt halt die Temperaturen bei uns zu Hause halt sehen. Wenn du morgens aufstehst und siehst halt den Sonnenaufgang, ja, du hast hier eine wunderschöne Natur.
Also du hast super Möglichkeiten, ob es jetzt selber halt das Training betrifft. Wir haben super Kraftmöglichkeiten hier im Hotel, Regenerationsmaßnahmen, so wenn wir abends jetzt da irgendwo halt noch ein bisschen was nutzen möchten. So das, was den Spielern ja irgendwo an Möglichkeiten angeboten wird, das können wir natürlich als Trainerteam dort dann auch im passenden Zeitfenster dann auch irgendwo nutzen. Und vielleicht jetzt wirklich noch letzte Frage. Was steht denn jetzt noch an? Wir sind so ungefähr, morgen sind wir Mitte des Trainingslagers. Was hast du jetzt noch vorgenommen mit den Torhütern die nächsten Tage? Habt ihr schon einen Plan vielleicht für St. Pauli auch, also wie ihr da wechseln wollt, oder darfst du den noch gar nicht verraten? Ja, wir gehen jetzt morgen erstmal in die Einheit rein. Wir werden dort viel im Spielaufbau mit den Torhütern trainieren, viel in der Strafraumbeherrschung, dass es da eher eine torwarttaktische Einheit wird. Dann im Nachmittagsbereich gehen wir nochmal in 1-gegen-1-Situationen rein, dass wir halt in der Woche halt sämtliche Schwerpunkte, die aufs Torwartspiel zukommen, einfach abgedeckt haben. Und dann ist es am Donnerstag nochmal so eine Kombimischung halt, wie so ein Abschlusstraining, und dann geht's ja Freitag halt in die Generalprobe rein gegen St. Pauli. Und die Idee ist irgendwo halt schon da, die natürlich dann ihr am Freitag dann auch sehen werdet. Da freuen wir uns drauf. Spannung. Und jetzt können wir natürlich auch nochmal kurz Werbung machen, denn wir übertragen das Spiel im Livestream. Und freuen uns da schon sehr drauf, haben auch einen Überraschungsgast noch dabei, den werden wir jetzt noch nicht verraten. Ja. Und wie gesagt, kurz vor 21 Uhr, dann entlassen wir dich auch in den Feierabend, in den Wohlverdienten, sagen vielen herzlichen Dank und wünschen alles Gute. Dankeschön. Ja, ich wünsche euch dann natürlich morgen eine super Live-Übertragung, also einschalten lohnt sich, und euch dann auch gleich einen schönen Feierabend. Danke, bis dann. Dankeschön. Tschüss.